6 Jahre nach Zwentendorf folgte der nächste Stromausfall größerer Art. Ein gesellschaftlicher Kurzschluss konnte dabei gerade noch vermieden werden. Die Rede ist vom heiß umfedeten Donaukraftwerk Hainburg. Der Widerstand quer durch alle Bevölkerungsschichten gegen sozialpartnerschaftlich ausverhandelte Baupläne, das war ein Novum im bis dato eher obrigkeitshörigen Österreich. Trautl Brandstaller lud für einen Inlandsreport Spezial viele, die damals 1984 in den Donauauen dabei waren, 10 Jahre später wieder dorthin ein. Mir macht es eigentlich wenig aus, dass ich da heraus schlafen muss, weil an das gewöhnt man sich sehr schnell. Es macht eigentlich wahnsinnig Spaß, mit Leuten da zusammenzusitzen, die eigentlich alle versuchen, vernünftig zu argumentieren, ruhig zu bleiben, wirklich gewaltfrei zu bleiben. Und also ich kann nur sagen, also ich bleibe die restlichen, also wenn es notwendig ist, bleibe ich nur einmal 6 Wochen da. Für mich wäre es wahrscheinlich sehr schwierig, jetzt so wie damals wirklich in vorderster Front zu stehen. Aber der Rückhalt, die Unterstützung, auch die moralische Unterstützung jener Leute, die das dann durchführen würden, ich glaube, die kann man aus dem Hinterland sozusagen auch gewährleisten. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, denn ich kann mich daran erinnern, wie wir da ganz allein waren am Anfang, wie da die Situation war, wie wir uns gefühlt haben. Wenn nicht innerhalb einer kürzeren Zeit die Unterstützung da gewesen wäre, nämlich vor allem in erster Linie jetzt einmal die moralische Unterstützung, dann hätte es sein können, dass wir einfach dann zerbrechen und dadurch, dass wir dann zahlenmäßig eben auch relativ gering waren, dass das einfach dann im Sand verläuft und wir verschwinden und im Prinzip wird dann genau das durchgezogen, was sich die Herren oben so vorstellen. Ja, es ist irgendwie komisch. Die Erinnerung ist was Abgeschlossenes. Aber das ist eigentlich gar nichts Abgeschlossenes. Seit der Au geht es ununterbrochen dahin, mit Au und ohne Au. Das heißt, das Grüne hat sich so vervielfältigt, dass wenn man sagt, das ist Erinnerung, für mich stimmt es gar nicht. Das ist ein Kameradschaftsbundtreffen. Ich war im Lager 1, wo warst du? Du warst im Lager 2 und so. Das ist eigentlich gar nicht drin. Es ist hochaktuell und nicht Erinnerung. Da sind sie drinnen, gell? Da ist die wunderbare Speise drinnen. Prosit Neujahr. Servus. Alles Gute und Schöne. Servus. Ja, freilich. Immer wenn ich wohin komme und es heißt, alles ist schon gelaufen, alles ist schon verloren, so weiß ich, genau das wird gelingen. Dann ist natürlich noch das Grunderlebnis der Gelsen, die ja die tapfersten und permanentesten Ausschützer. An Auflage oder dass wir das spekulativ gemacht hätten, das kann man uns wirklich nicht vorwerfen. Wir wussten ja auch gar nicht, es hätte ja auch dazu führen können, stellen Sie sich vor, es wäre ein Bürgerkrieg draus geworden, nicht? Die Verantwortung, die man gehabt hätte. Und es hätte auch schief gehen können, nicht? Also in solchen großen Dingen, da geht es uns wirklich nicht um die Auflage. Man soll die Zeitungen nicht überschätzen. Zeitungen verstärken einen Trend. Zeitungen können einzelne Menschen vernichtend treffen. Und das ist auch eine gewisse Problematik, das wissen wir auch alle, nicht? Aber Zeitungen machen keine Trends. Auch nicht so große und starke wie wir. Ich sage manchmal, wir haben gar nicht so viele Leser, wir haben mehr Anhänger als Leser, nicht? Und damals hat sich das gezeigt, das ist eine Erkenntnis, die ich also damals gewonnen habe eigentlich. Ich möchte mit aller Bestimmtheit sagen, dass wir gewillt sind, den Weg der Vernunft und der Gewaltfreiheit weiterzugehen, dass wir aber keinen Millimeter der Rechtsstaatlichkeit verlassen werden. Das heißt, das Kraftwerk wird gebaut und wir werden uns sehr bemühen, zu überzeugen, dass das notwendig ist und dass den Arbeitern für die Arbeit in der Au Raum gegeben werden muss.
gibt immer wieder Einsätze, wo man sich nicht wohlfühlt. Es gibt immer wieder Aufgaben, wo man eben einschreiten muss, wo man jetzt die Leute persönlich kennt. Jedes Einschreiten ist eine Konfrontation. Ich war damals noch sehr jung und das hat mich doch sehr, sehr bewegt. Und wenn ich anschaue, was ich heute mache, ich sitze in Bruck an der Leitha in meiner Heimatstadt im Gemeindeparlament. Ich vertritt dort der Grünpartei. Ich glaube, dass das schon sehr wesentlich mit Heimburg zu tun hat. Heimburg ist überall. Heimburg war eigentlich nur das Zeichen dafür, dass wir eine Bau- und Energiewirtschaft haben, die selbst Politik macht und nicht mehr politisch kontrolliert wird. Sie reden so viel von Politik. Haben Sie selber nicht Ambitionen gehabt, die Politik zu beeinflussen einmal? Ich glaube, dass mir das zeitweise gelungen ist. Ob es einem gelingt, entscheiden die Medien. Ich glaube nicht, dass sich Leute wie ich irgendeiner Parteidisziplin unterordnen könnten. Aber Beweger wollen wir sein. Ich glaube, es gibt doch politische Menschen, die außerhalb der Parteien die politische Sache betreiben. Wenn man Ihnen in einer neuen Regierung den Umweltminister anbieten würde, würden Sie nehmen? Also ich würde nie einem Verein beitreten, der Mitglieder wie mich in seinen Reihen hat. Das hat einmal der Kraus gesagt. Nein, aber der Umweltminister, das ist wirklich ein harter Job. Nicht? Und da, es ist ja besser, ihn zu beraten, als das muss schon ein Politiker sein. Nicht? Und vor allem sollten Politiker, aber auch genauso die Hochschullehrer sollten, nachdem sie ihr Fach bereits angeeignet haben, also studiert haben, sollten meiner Meinung nach mindestens 4 Semester Reinhardt-Seminar machen, weil die Darstellungsweise der Politiker ist sehr hölzern und wirklich nicht professionell. Und der Lehrer sowieso, der muss es ja machen. Für mich ist Schauspieler eine Ehrenbezeichnung, denn das ist ja das Mittel, wie man es überbringt. Mein Vater, der hat mir oft vom Krieg erzählt und ich werde einmal hoffentlich meinen Kindern nicht mit den alten Geschichten aus der Au auf die Nerven fallen. Ich erzähle es ihnen einmal, wenn es es interessiert, aber ansonsten, glaube ich, sollte man das jetzt nicht zu irgendeinem hochrangigen Ereignis hochstilisieren.